heute, da verspreche ich euch, eine sehr unterhaltsame Stunde des leichteren Lebens. Denn wir haben einen eingeladen und der tanzt aus der Reihe. Es ist Dirk Heidemann. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich ein Tänzer. Und wirklich auch ein Tänzer, der des Öfteren aus der Reihe getanzt ist. Die Tanzbegeisterten, die werden dieses Gesicht schon mal gesehen haben. Und vor allem auch unsere österreichischen Zuschauer. Ja, denen kommst du natürlich auch bekannt vor. Er ist der österreichische Lambi. Denn natürlich gibt es auch Let's Dance in der österreichischen Variante. Mhm. Und da saßt du in der Jury. Heute sitzt er bei uns auf dem heißen Stuhl, denn wir wollen ihn ein bisschen besser kennenlernen in der nächsten Stunde. Aber erstmal natürlich ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Und schön, dass sie heute endlich mal wieder Zeit für uns hatte, für das leichtere Leben. Gabriele Iazetta, seit einer Woche rede ich ja fast schon von ihr, denn sie stellt uns ja die Wochenverlosung zur Verfügung, über die wir gleich übrigens noch ein bisschen mehr erfahren werden. Aber nicht nur das, sondern sie hat noch ein weiteres schönes Angebot zu unseren Leichter-Leben-Preisen dabei. Und wir starten wie immer natürlich auch gut gelaunt in den Tag. Und zwar ist sie bei uns, gerade war sie ja noch für euch da. Jetzt aber die Tagesprognose von Irene Isaak-Mullig. Und ich finde es immer so schön, wenn man Irene so anguckt, dann würde man jetzt nicht denken, wie sie heute die Tagesprognose uns sagen wird. Denn du bist auf dem neuesten Stand, up to date. Technisch wirst du heute quasi für uns in die Zukunft blicken und das ohne Karten oder sonst irgendetwas. Astrologisch. Es gibt ja Astro-Apps. Ne? Genau, die eine Astro-App hast du mitgebracht und hast heute schon die Daten für den heutigen Tag eingegeben. Denn man kann natürlich auch über die Astrologie eine gewisse Tagesqualität erkennen. Selbstverständlich. Und zwar zu jeder Zeit in der App ist immer die tagesaktuelle Zeit, nämlich da, wo man es gerade eingibt und startet, kann man nachschauen, was hat sich verändert, sogar von Stunde zu Stunde. Man muss es ja, kann man nachschauen, das sagt sie jetzt so. Können wir es mal ganz kurz zeigen? Kann man nachschauen. Also ich würde hier nichts erkennen, deswegen bin ich froh, dass du als Profi natürlich an meiner Seite stehst, denn für mich sind es nur bunte Striche. Also wir haben natürlich ganz, ganz wichtige Konstellationen, die heute auch ganz große Auslösungen haben, die natürlich auch in den nächsten paar Tagen noch wirksam sein werden. Erstens, allen bekannt, ist schon aktiviert im Moment das Uranus- und Saturn-Quadrat. Das macht natürlich vielen zu schaffen. Es fehlt die Kraft, es fehlen vielleicht auch die Ideen, es geht ein bisschen an die Energie. Manche fühlen sich schlapp, andere wiederum zu viel. Es kribbelt, es ist hibbelig, sie können nicht so gut schlafen. Saturn hat ja auch mit der Nachtruhe zu tun oder mit dem Erholen. Aber auch ein großes inneres Aufgewühltsein, nämlich die alten Themen, die man irgendwo in Schubladen gesteckt hat, die kommen hoch. Ja, und wichtig ist, dass sie jetzt hochkommen, denn am Freitag kommt er uns ja besuchen für 3 Wochen, der rückläufige Merkur. Und das bedeutet ausmisten, ausräumen. Und dann passt das natürlich wieder sehr gut, oder? Absolut. Der zweite große Aspekt, der ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, wir haben Mars und Venus im Quadrat zueinander. Das heißt, hier geht es um unser Wohlbefinden. Venus hat mit leckerem Essen zu tun, hat mit Kreativität zu tun, diesen Faktoren. Und Mars natürlich mit Kraft, mit Energie, mit unserem im Fluss sein. Und das steht im Moment so ein bisschen im Widerspruch. Vor allem steht der Mars natürlich gerade im Quadrat in den Zwillingen. Und da ist es ganz, ganz vorsichtig. Da verwenden wir vielleicht nicht nur wohlwollende Worte, sondern da können wir auch mal explosiv sein, über das Ziel hinausschießen. Und deshalb einfach vielleicht Aktivitäten machen, die mit diesen Planeten zu tun haben. Und alle Dinge, in Zwillinge vielleicht eher spazieren gehen und den Kopf frei bekommen. Alle guten Dinge sind ja auch drei. Hast du noch eine dritte Aussage für uns? Selbstverständlich. Ich sag mal, egal wie schwierig die Konstellationen ist, das Beste ist immer das, was du selbst daraus machst, wenn du sagst, mir ist hibbelig und kribbelig. Also atme einfach, geh in die Meditation, nimm die Kraft bewusst auf. Mars-Energie in Zwillinge ist Luft einatmen. Ganz, ganz wichtig, das schwere Ausatmen und selber dich wieder erden, auch mit dem Saturn, damit dich nichts mehr umweht. Und wir haben heute einen Gast, der aus der Reihe tanzt. Und ihr habt euch vor der Sendung ja schon mal ganz kurz kennengelernt. Ja. Er hat ein Buch über seine
Lebensgeschichte erzählt, die sehr, sehr spannend ist, die er, obwohl es nicht immer lustig war, das musst du auch erzählen später noch, Dirk, aber du hast es sehr humorig geschrieben. Das hat mir zumindest Gabriele Iazetta erzählt, denn die hat dieses Buch von dir gelesen. Ihr kennt euch natürlich, ja. Aber dass er ein bunter Vogel ist, das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen. Und du hast dir vor der Sendung schon seine Daten geben lassen. Ja. Ja. Wir werden ihn natürlich heute ein bisschen genauer durchleuchten und werden ihn natürlich auch ein paar Fragen stellen. Aber kannst du uns jetzt schon mal den ersten Einblick so ein bisschen in die Persönlichkeit vom Dirk geben? Definitiv. Also ich habe hier... Und wir haben die Geburtszeit, das muss man dazu sagen. Keine Geburtszeit vom Dirk, aber wie gesagt, die App akzeptiert auch sowas. Die sucht dann einen auch richtig tollen Mittelpunkt. Dirk, bunter Hund, ja? Ja, selbstverständlich. Das ist aber interessant jetzt. Ja. So wird er ja in Österreich genannt, hat er mir erzählt. Bei uns heißt das eher bunter Vogel. Aber ich sag mal, ich finde es absolut großartig. Er ist nämlich nicht nur vom Sonnenzeichen Widder, sondern er hat auch hier, das kann man so schön in der App vergrößern, er hat Merkur und Venus auch noch zusammen, das heißt im Verbund drin. Und wenn man anschaut, Merkur ist Ausdruck, ist Kommunikation und Venus Kreativität. Er drückt also seine Gefühle, Emotionen, alles absolut über Bewegung, über Kreativität, jede Form von Kreativität. Widder ist nämlich der Regent vom Planeten, ist der Mars. Ohne Bewegung wird sein Leben nicht funktionieren. Wenn er nicht in Bewegung ist, dann kann er sich sozusagen fast schon die Kugel geben, sagt er, was mache ich hier noch, wenn ich nicht meine Gefühle über alles das ausdrücken kann. Er muss seine Gefühle absolut im Raum öffentlich darstellen können. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Das ist existenziell. Er hat nämlich, man nennt das auch Stellium in einem Planeten. Er hat noch eine weitere sehr wichtige Kombination, und zwar hat er Saturn und Jupiter. Saturn ist gerade so in den Übergangsgraden zwischen Wassermann und Steinbock, und Jupiter, ganz wichtiger Planet, nämlich auch er steht für das Füllhorn. Jupiter ist nicht rückläufig, sondern direktläufig, und Saturn steht im Übergang. In der vedischen Astrologie hat sowohl Wassermann wie auch Steinbock den Regenten Saturn. Nicht nur den Uranus, das ist schon die moderne, klassische Astrologie. Und das heißt hier, es ist sein Grund- und Lebensfundament, andere glücklich zu machen. Wassermann steht nämlich nicht, es macht nur mich glücklich, sondern ich muss die breite Masse, ich muss es allen zeigen, wie schön und bunt das Leben ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen passt ja heute auch so gut als Gesprächspartner in unsere Sendung Leichter Leben. Ne? Ja, also da kann er vielleicht auch Menschen mit seiner lebensbejahenden, frohsinnigen Art natürlich auch anstecken. Unbedingt. Ich kann nur sagen, man sollte unbedingt auf die Facetten, die man im Horoskop hat, wenn man sie akzeptiert, wenn man nicht dagegen ankämpft, nur weil andere sagen, du bist anders als die anderen. Man ist besonders als die anderen, genau, ein großes Thema in dem Leben von Dirk, anders zu sein als die anderen. Aber du hast nicht dagegen angekämpft, sondern du bist halt so, wie ich du bist. Ich habe mich durchgesetzt. Genau, aber ich finde das, was sie gesagt hat, so unfassbar gut. Und das bin so, das ist völlig unheimlich mir ein bisschen. Das bin so sehr ich. Also alles, was da gesagt wurde, bin ich. Ich meine, zu sagen, dass ich lebe, damit andere glücklich sind, ist natürlich sehr vermessen ein bisschen, ja, das zu sagen. Aber ich mache gern andere glücklich. Ich freue mich, wenn Menschen sich freuen über Dinge, die ich tue. Ja, aus also deiner das ist, spiegelt, was du gesagt hast, spiegelt mich so wieder. Ich finde das, ich bin vollkommen, also ich bin wirklich geschockt über dieses. Geschockt musst du nicht sein, sondern nein, eher also positiv, positiv erfreut quasi, dass man dich so schon kennengelernt hat. Ja, kannst du eigentlich nach Hause gehen? Minuten. Jetzt wissen wir ja schon alles von dir. War nett, tschüss, ja. War nett. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich so, ne? Die Astrologie sagt schon auch einiges über eine die Menschen. Eine ganze Menge. Ich kann dir auch gerne was zu deiner Lebensaufgabe sagen, wenn du es gerne wissen möchtest. Lebensaufgabe? Ja. Ja, gerne. Und zwar, ich bin jetzt voll drauf. Du hast nämlich den Mondknoten zusammen mit dem Pluto. Ich schiebe das mal gerade ein bisschen, damit man es größer sehen kann. Ist halt nur eine App. Steht bei dir in der Jungfrau. Der Mondknoten ist nämlich eine Achse, ein mathematisch berechneter Punkt zwischen Sonne und Mond, löst auch die Ekliptik aus. Und bei dir steht das mit dem machtvollen
Pluto in der Jungfrau. Das heißt, erstens, du achtest auf die kleinsten Details, denn diese Details, dieses kleine Etwas macht eine Geschichte, die du erzählst oder das, was du darstellst, zu etwas fantastisch Berührendem, Tiefem. Pluto steht nämlich, kann magisch sein, deshalb viele Magier haben den Pluto in einer besonderen Position stehen. Und bei dir in Verbindung mit dem Mondknoten, mit dem Drachenkopf, das heißt, du spuckst aus, mithilfe dieses Drachenkopfs, die magischen Momente. Pluto steht nämlich magisch, alle mitzureißen, alle mitzunehmen im Leben. Du hast diese magische Herzwunschkraft. Dirk, du bist ein bunter Vogel und du bist in Österreich, obwohl du ein Berliner bist. Das heißt, du bist in West-Berlin geboren und bist aber trotzdem in Österreich quasi schon ein Fernsehstar. Na ja, gut, sagen wir mal so, das hält sich jetzt in Grenzen, da ich ja in der Sendung nicht mehr bin. Ja, also das wurde ja alles etwas abgespeckt und alle Juroren oder auch Moderatoren, die eben nicht aus Österreich kamen, sondern aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Kenia, der Klaus Eber, die also Flugkosten hatten, die Hotel hatten, die wurden alle Sparstift, ne? Raus. Kennen wir alles, ja. Die Presse fand es nicht toll, aber jetzt ist auch das Orchester raus, habe ich gehört. Bisschen armselig. Es ist natürlich, die Sendung habe ich sehr geliebt, aber so wie sie jetzt ist, auch mit der Jury, finde ich das sehr provinziell. Manchmal ist es so, Veränderungen und dann ist man auch froh, aber dass es vielleicht vorbei ist, oder? Ja, ich sehe mich da jetzt auch gar nicht mehr. Es war eine schöne Zeit und ich bin sehr dankbar dem ORF, weil ich so viele nette Leute kennengelernt habe in Österreich, mit denen ich unter anderem Gabriele etc. und unter anderem Martina Reuter und Dagmar Koller und viele andere. Ja, also du bewegst dich natürlich auch. Boss, also tausend Leute und habe da immer noch Kontakt. In einem Umfeld, wo man einfach mal sagt, der rote Teppich gehörte ja schon immer ein bisschen zu deinem Leben. Ja, aber weißt du, das Ding ist eigentlich, das war ja nur eine Episode, bevor ich sehr krank wurde, 17, 18, 19, 20. Ja? Davor war ja eigentlich, mein Leben fand in China statt, in Taiwan, in Russland, in der Ukraine, in Polen, in Frankreich, England, Amerika, Ecuador, auf der ganzen Welt, Japan. Ich habe überall unterrichtet. Wenn man dich heute googelt, steht zum Beispiel auch nicht als Wohnsitz noch Berlin, sondern da bist du Manchester, noch. Da steht Manchester, Connecticut. Genau, bist das du noch in Connecticut. Da siehst du aber, ich schreibe mein Wikipedia nicht selber. Weil viele schreiben Wikipedia selber. Ich schreibe das nicht. Es gibt bei mir ein Wikipedia in Deutsch, eins in Englisch und eins in Spanisch. Ich habe keins geschrieben, weil ich viel zu doof bin dafür. Also ich bin kein Computermensch. Man nennt mich auch analog Dirk. Ja, also ich kann mit sowas überhaupt nicht. Aber du bist ein Weltenbummler, trotz alledem. Ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast also auf vielen Kontinenten natürlich auch gelebt. Tanzen ist deine Leidenschaft. Ja. Und Tanzen hat ja auch was mit verschiedenen Kontinenten zu tun, denn da wird unterschiedlich getanzt. Ja. Und was, oder gar nicht getanzt. Oder gar nicht getanzt, genau. Aber da bist du wahrscheinlich eher nicht zu Hause, oder? Doch, in Deutschland. Ja, also, Deutschland ist kein Tanzland. Wir haben vielleicht den Rheinländer. Der Walzer kommt aus Wien, aus Österreich, ist klar. Dann gibt es die Polka aus Tschechien. Und sonst gibt es die lateinamerikanischen Tänze und dann gibt es die Swing-Tänze. Die sind alle nordamerikanisch. Ja, ich bin ein Bayer. Und wir haben, und die ich Bayern, bin ein Bayer als Schuhplattler. Aber kann Schuhplattler man schon ist auch das in dem Sinne kein Tanz. Das ist eine volkstümliche... Tanz. Ein Partytanz. Aber es ist nicht so ein Tanz wie ein Walzer. Nein, aber das stimmt schon. Wir sind ein bisschen zurückhaltender. Ja. Also wenn man an eine Zeit denkt, die ist noch gar nicht so lange her, aber irgendwie ist es ein bisschen ausgestorben, war ja diese Zeit der Flashmobs, das ist ja plötzlich im Internet viral gegangen, kam aus Asien und ist aber dann auch in Deutschland ausprobiert worden, aber seit irgendwann, und deswegen gebe ich dir da recht, wieder irgendwie im Erdboden versunken. Na, ich habe es ja mal gemacht in Taiwan, ne, zu den World Dance Board Games. Da habe ich nach einem Lied von Donna Summer, Stamp Your Feet, also erst ein Video gedreht in Spanien mit sehr vielen Tänzern zusammen, um die Choreografie zu lernen. Also einfacher Flashmob, wie so ein Line Dance irgendwo, nach Disco-Musik. Und dann bin ich in Taiwan rumgereist, von Kaohsiung nach Taichung, nach Taipei, durch ganz Taiwan. Und habe auf jedem Marktplatz gestanden, das war 2013, auf jedem Marktplatz gestanden und habe allen, dem Publikum, also dem Volk, die und den Athleten auch, die da teilgenommen haben, diesen Tanz beigebracht. Sodass am Schluss wirklich, kann man auch auf YouTube wunderbar gucken, 6500
Taiwanesen in dieser Halle stehen und alle den Stamp Your Feet tanzen, mit mir vorne dran. Ja, war lustig, war ja, toll. Das heißt, du bist ja immer noch als Tänzer unterwegs, als Choreograf. Also du trainierst ja auch immer noch Menschen und ja, bringst ihnen noch das Tanzen bei. Ja. Hat denn jeder Talent zum Tanzen? Nein. Nein, wir sehen es ja bei Let's Dance teilweise. Ja. Also man kann schon ein bisschen was verändern und man kann ein gewisses Gefühl bekommen. Du kannst verändern, aber wichtig ist vor allen Dingen auch, wenn du 30 Leute hast, die sich, sagen wir mal, recht gut koordinieren können in der Bewegung. Ja, es ist die Persönlichkeit wichtig, es ist musikalisches Empfinden wichtig. Ich sehe mittlerweile, ich bin kein Hellseher, möchte jetzt nicht zu spirituell werden, ja, aber ich sehe, wenn jemand zur Tür reinkommt, denke ich, oh ja, sehr schön, oder oh ja, wunderbar, den nehmen wir doch mal gleich, oder die. Weil ich sehe, dass ob da irgendwo was schon am Gang, schon am Sprechen, ob das musikalisch ist, ob das irgendwie eine Eleganz, einen Stil hat. Bei mir würdest du das wahrscheinlich... Das kann ich sehen. Das muss ich sagen. Da bin ich dann, in der Hinsicht sagen, bin ich sehr spirituell. Ach ja, ganz, ganz nett, aber lass mal lieber. Ja, meinst du? Wir können ja mal tanzen nachher. Ich zeig dir was. Dirk, wie bist du überhaupt so zum Tanzen gekommen? Weil du sagst ja, du warst eigentlich schon immer ein Kind der etwas anderen Art. Also hat sich das schon recht früh in deiner Kindheit herauskristallisiert? Ja, also ich habe immer Beatmusik gehört. Damals war ja in den 60ern Beatmusik. Ich bin ja Baujahr 61. Wie meine liebe Freundin Gabriele, wir sind ja fast gleich alt, ja, wobei ich bin älter, ja, du bist also meine kleine Schwester. Und da habe ich Beat getan, so haben meine Eltern Partys gegeben, im Kaminzimmer, und ich durfte auf dem Flocati, bevor ich ins Bett gegangen bin, durfte ich im Schlafanzug ein Beat tanzen, Beat, das war so der Vorläufer von Disco, ja, so, und dann haben die geklatscht und sich gefreut und so, und dann bin ich ins Bett und war ganz glücklich im Bett, weil ich habe meinen Applaus gekriegt. Also ich war schon als Kind im Kinderwagen, so ein Kinderwagenstrahler, steht doch im Buch, und ich habe die Tanten alle angelacht und habe mich gefreut, wenn die, hast du gesagt, ist der süß? Ich weiß das noch im Kinderwagen, wie ich immer da alle angelacht habe. Das habe ich noch im Kopf. Ja. Ja. Ja, ich bin so ein Rattensau irgendwie, ja, weißt du? So ein Sonnenschein. Und vor allem ist es ja so, dass heutzutage wirklich ja, Kinder andere Möglichkeiten haben oder vielleicht auch anders zum Tanzen schon gebracht werden. Also wenn ich bei Instagram zum Beispiel gucke, da gibt es so viele wirkliche Talente, die sind aber gerade mal gefühlt 3 oder 4 Jahre alt. Ja, besonders. Und legen da schon irgendwie eine heiße Nummer auf. Aber viele natürlich im Hip-Hop- und Breakdance-Bereich, aber auch im Turniertanz, also im Ballroom-Dancing, Standard-lateinamerikanische Tänze. Ich bin lieber ein Freund des Ballroom-Dancings als Tanzsport, weil Tanzen ist kein Sport, es ist keine Kunst. Sonst wäre klassisches Ballett auch Sport. Es ist nur Sport, weil es als Wettkampf stattfindet, dieser Ballroom-Dance. Ja? Und das lateinamerikanische und Standardtanz ist natürlich ein bisschen weniger, es ist ein Mikrokosmos, ja, und nicht so groß wie Hip-Hop und Breakdance, diese Dinge, dass das mehr für die Welt, der Mikrokosmos des Ballroom-Dancing im Wettkampf ist kleiner. Mhm. Ja, und leider auch ein bisschen kleiner geworden durch Corona. Ne? Musik spielt natürlich auch dabei immer eine große Rolle, und du hast natürlich auch viele Menschen in deinem Umfeld, die Musik begeistert sind, die Musik machen, und einer, der dir wohl auch sehr, sehr nah ist, beziehungsweise du bist ihm sehr nah, ist Oli P. Der hat auch ein Vorwort für dein Buch geschrieben, ganz aus der Reihe. Und was ich da ganz schön finde, ist, dass er geschrieben hat, und da dankt er dir eben auch, dass er durch dich schon von Anfang an verstanden hat, dass es egal ist, wen man liebt, ob Mann oder ob Frau. Ob Mann, Mann, ob Frau, Frau. Es ist immer Liebe. Und es war irgendwie so sein erster Berührungspunkt auch mit so einem queeren, bunten Vogel wie dir zusammenzukommen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in deinem Leben, nämlich dein Coming Out, den Menschen zu zeigen, das Leben kann eben auch ein bisschen anders aussehen. Ja. Und darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Kann man alles nachlesen in einem Buch, das du heute auch mitgebracht hast. Und ich habe mir sagen lassen, es muss sehr, sehr lustig und unterhaltsam sein. Etwas zu viel Sand auch. Ja, auch das. Gabriele Iasetta hat es in ihrem Urlaub dabei. Da war sie ein paar Tage mit ihrer Mutter verreist. Und
ihr habt euch um das Buch gestritten, ne? Ja, wir haben uns wirklich also, um Strand gestritten, wer darf die nächste Kapitel lesen. Genau, Tanz aus der Reihe, gleich werden wir natürlich noch ein bisschen mehr darüber hören. Jetzt machen wir erstmal weiter, denn du weißt ja, dass sie eine Schmuckdesignerin ist, ja, von ganz besonderen Schmuckstücken. Ja, schon, guck mal. Und zwar einmal zur Entschlackung, trage ich seit 3 Monaten und müsste eigentlich jetzt so entschlackt sein, dass die Scheiben beschlagen. Also das, ja, und das ist hier zur Zellerneuerung, Verjüngung. Und ich glaube, wenn man da auch positiv rangeht und an die Dinge glaubt, und Steine, habe ich schon von vielen gehört, haben eine Wirkung, von ganz vielen Leuten, ob jetzt spirituelle Leute oder ganz normale Leute, ja, die damit nichts zu tun haben, die haben mir gesagt, Steine sind gut. Ich habe nie was Schlechtes über Steine gehört. Ja, und deswegen werde ich das jetzt auch tragen. Und Entschlackung ist gut und Forever Young ist natürlich auch toll. Sorry, 61, ja, da muss man wirklich, ja, sagen, da sieht man schon, dass der Schmuck eine Menge beiträgt. In einer Stunde die Kette, ja. Du siehst toll aus auf jeden Fall. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Durch die Martina. Ja, also ich war eigentlich nicht eingeladen, sondern Martina Reuter, die gut befreundet ist mit Gabriele. Die hat mich quasi mitgenommen, hat gesagt, Dirk, hast du Lust? Ich komme nach Berlin und dann machen wir Party und so. Naja, dann habe ich sie im Hotel abgeholt, schön aufgebrezelt und gemacht und getan. Und dann waren wir durch Zufall auch so wie wir hier heute irgendwie, so fast am Partnerlook. Also wir sahen aus wie aus der, wie ABBA, im ABBA-Styling. Wir sahen aus wie ABBA. Ja. Man muss ganz kurz erklären, Martina Reuter heute in Österreich auch ein Fernsehstar, kann man schon sagen, ja, wobei auch in Deutschland sehr bekannt, vor allem im Shopping-Bereich, HSE, da, ja, ist sie zu finden und seit kurzem auch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Genau. Da wird sie jetzt auch so ein Teil davon sein. Also an dieser Stelle, Martina, wenn du zuguckst, liebe, ja, Grüße und Glückwunsch, freue ich mich sehr. Genau, ja, ich mich auch. Ja, und da seid ihr natürlich schon aufgefallen. Aufgefallen, ja, bist du schon immer und du bist jemand, der auch anderen Menschen Mut machen möchte, so zu leben, wie man lebt. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, nämlich zu dem Thema, man kann lieben, wen und wann und wie man will. Ja. Ist ein Thema, wo man sich denkt, ja, müssen wir da heutzutage überhaupt noch drüber reden, weil es ist ja irgendwie in der Gesellschaft angekommen in der letzten Zeit, merkt man. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, darüber zu reden. Ja. Wir, ja, kriegen im Moment wieder Schreckensbotschaften mit, was wirklich, richtig, passiert, ja, mit Menschen, die anders sind als andere. Genau. Das war in den End-70ern, 80ern noch so ein bisschen heikles Thema. Ich habe mich da sehr durchgesetzt. Ich bin da mit meinen breiten Schulterpolstern durch die Straßen und war mir alles wurscht, egal. Habe aber, glaube ich, auch vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt, dass die Leute da sich nicht so rangetraut haben. Ja. Aber dann in den 2000er Jahren und jetzt ganz besonders ist das alles wieder stärker geworden. Und ich muss sagen, im Tanzsportbereich, also im Tanzbereich, durch die Öffnung zur östlichen Welt, also zum Osten, ja, Russland, auch Ukraine, auch die anderen Länder, Bulgarien, Rumänien, sehr homophobe Länder. Ja, habe ich alles erlebt in Russland. Wobei wir Gott sei Dank, ja, natürlich auch super Beispiele haben von eben gerade, wenn wir auch Sendungen gucken wie Let's Dance, wo ja viele, ja, osteuropäische Tänzer Ausnahmen dabei sind, die zwar verheiratet sind, aber die ja trotz alledem, natürlich gibt es, Länder, also, ja, da können wir ja nicht drüber reden, ja, oder können wir darüber reden, ja, wo die Todesstrafe auf das andere, ja, ja, Leben noch besteht. Also, ja, wir haben, ja, jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft in, ja, der nächsten, in Zeit, ja, in Katar, ja, wo Homosexuelle nicht gerne gesehen werden, nein, aber der FIFA ist es auch egal. Ja, 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 ist richtig. Also das ist schon durch die, sicher durch Osteuropa, da ist jetzt dadurch, dass Russland, Ukraine ja leider nicht mehr, das sind die besten Tänzer der Welt, ja, besonders Russland, und die ja an keinen Wettkämpfen teilnehmen können, ist eigentlich jetzt Rumänien die führende osteuropäische Nation im Tanzsport und auch weltweit, ja, die führende Nation. Die tanzen einfach anders, die Osteuropäer. Aber komischerweise sind eben, lebt man dort nicht offen homosexuell oder auch nicht offen homosexuell. Es gibt auch irgendwie weniger, ich weiß nicht. Ich kenne da nicht so viel. Wir leben, ja, Gott sei Dank in, ja, in einem Land, sage ich jetzt mal. Ja. Ich zähle Österreich da jetzt auch dazu, wo man einfach das, ja, Gefühl hat, eigentlich ist es gar kein richtiges, richtig, Thema. Richtig, das ist deswegen auch aus
auslebt. Genau. Ja. Und wir können eigentlich sehr viel. Und wir haben ja viel erreicht. Wir haben viel erreicht, indem man auf die Straße gegangen ist, durch eben solche Dinge wie den CSD, der aber in der letzten Zeit ja auch ein bisschen ausartet. Ja. Oder halt leider Gottes auch nicht mehr in so einem ganz guten Licht steht. Ne? Ja, also es ist natürlich so, weißt du, ich kann natürlich alles, jeder Aktivist, der da so ist, ja, das ist ja toll, aber es kann alles mit ein bisschen mehr Geschmack gehen. Ja, so wie eine Conchita Wurst, Tom Neuwirth oder sogar ein Jorge von Let's Dance. Das sind Leute mit Stil, mit Intellekt, die haben Eloquenz. Die sprechen nicht nur von Sex, die rennen nicht nackt über einen Kuhdamm. Die sind auch flippig ausgeflippt. Ja, sind aber flippig, aber geschmackvoll. Ja, da bin ich, entschuldige bitte, da bin ich alte Etikette der Tanzschule. Ja, dass man bitte gewisse Dinge nicht macht. Und ich möchte gerne, dass private Dinge wie Sexualität nicht auf einer Tanzfläche stattfinden, wie hier in Berlin. Das möchte ich auch nicht bei Heterosexuellen sehen. Sondern privat sich abspielen. Also das ist einfach so. Also ich finde, man muss einfach mal wirklich, natürlich kann man auf die Straßen gehen. Ja, natürlich ist es bei so einem CSD so, dass natürlich die berühmtesten oder die verrücktesten Vögel am meisten auffallen. Aber Homosexualität bedeutet ja nicht, dass alle nur bunte Vögel sind, sondern es kann der Chef, es kann der Versicherungsangestellte, es kann der Nachbar sein, ist ja auch so. Denen man es gar nicht, ich sag jetzt mal, ansieht. Ja, Und natürlich gibt es Menschen, wo es von vornherein klar ist, weil die dieses Leben einfach auch nach außen leben. Genau. Aber wir müssen natürlich trotz alledem immer wieder darüber reden. Es ist auch ein Kapitel bei dir im Buch. Ja, es ist ein Buch, dass auch viele so Homosexuelle gibt, so Quotenhomosexuelle, die also dann im Fernsehen ganz beliebt sind, weil obwohl die homosexuell sind, ob Frauen oder Männer, sind sie ja ganz nett. So, und sind ja ganz lustig. Ja, so. Wenn aber der einzige Sohn oder die einzige Tochter homosexuell werden, das fänden die nicht so toll. Also so eine kleine Doppelmoral auch dabei. Ja? Und jetzt haben wir ja auch gerade gehabt, um auf die Gefahren hinzuweisen, dieser Vorfall mit dem Transmann und mit der Transfrau. Der Transmann ist gestorben, die Frau ist schwer verletzt von Halbwüchsigen, also 14- bis 16-Jährigen und einmal 20-Jährigen, zusammen bzw. totgeschlagen wurden. Das sind Dinge, die habe ich in meiner Jugend in den 18 und späten 17 nicht erlebt. So schlimm war es nicht in Amerika. Deswegen ist ja auch der Christopher Street Day entstanden, weil in der Christopher Street Day in New York eine Bar mit Feuerwerfern und so ganz schlimm, also alle umgebracht worden, die Menschen dort. Dadurch ist das ja entstanden als die politische Demonstration eigentlich. Aber das ist sehr, sehr zu beachten und das kommt natürlich auch ohne, ich bin in keinster Weise fremdenfeindlich, in keinster Weise, überhaupt nicht. Ich bin absolut ein multikultureller Mensch. Ich liebe auch New York aufgrund seiner vielen Kulturen, die da zusammenkommen in New York. Aber ich liebe auch nur New York. Der Rest von Amerika kann es vergessen. Also New York ist das Einzige. Aber dass die Leute, die dem Islam vertrauen, und da in diese Richtung gehen. Wir haben es ja auch vorhin angesprochen. Haben natürlich da Probleme mit. Es sind Länder, da steht die Todesstrafe drauf. Genau. Es sind Länder, die sind gar nicht so weit von uns entfernt. Wir erinnern uns an den an Ungarn, die auch ein großes Problem mit dem Thema Homosexualität hat. Da steht aber ein Land wie Deutschland Gott sei Dank auf und zeigt Flagge und bekennt sich dazu. Also wir haben noch einiges zu tun. Gabi, wann hast du das erste Mal, weißt du noch, so Berührungen gehabt? Aber Olli P. schreibt es ja ganz schön, dass eigentlich Dirk einer war, der ihm beigebracht hat, obwohl er ja auch verheiratet ist, Erik Stehfest. Ja, ungewollt. Er hat es einfach von mir angenommen. Ich habe es also nie versucht zu unterrichten. Genau, aber wo man einfach dann sagt, das ist ja schön, dass es dann so Vorbilder gibt oder dass man vielleicht plötzlich das erste Mal damit konfrontiert wird und sich denkt, es ist Gott sei Dank doch irgendwie normal. Ja, also mittlerweile ist das für mich. Aber weißt du noch, dass es am Anfang schon auch dass so den ersten Kontakt mit jemandem, der homosexuell homosexuell ist? Ja, das war schon in meiner Jugend, weil eine Freundin einen homosexuellen Freund hatte und der war dann in unserer Gruppe. Ja? Aber da war es für mich noch eher so was Exotisches, muss man schon sagen, weil es noch nicht so offen war. Ja? Also, aber es ist trotzdem, wie ich 14 war, da war die Welt schon noch eine andere. Ich finde, es ist trotzdem nach wie vor ein großes Thema, solange es immer noch so ist, dass wenn man jemanden einlädt, sagt, da kommen übrigens zwei Männer, die sind übrigens schwul.
redet man natürlich darüber. Ja. Aber ich würde doch auch nie sagen, da kommt übrigens ein Ehepaar. Das ist übrigens heterosexuell. Die sind hetero. Das ist dasselbe. So nach dem Motto, guten Tag, ich bin homosexuell, ich hätte gern einen Vanilleeis. Aber ich muss trotz alledem, und dazu muss ich mich auch bekennen und dazu stehen, dass man trotz alledem, wenn man zwei Frauen Hand in Hand auf der Straße sieht oder auch zwei Männer Hand in Hand auf der Straße sieht, dass man eher hinguckt, nicht abfällig oder sonst irgendetwas. Sondern bewundernd eher, dass sie die Courage haben. Aber es ist halt trotz alledem, deswegen kann man es auch niemandem vorwerfen, dass man ab und zu dann doch noch mal erstaunt ist oder guckt, aber wie denken oder wir müssen halt wirklich in so eine gewisse Normalität gehen. Du hast das Buch gelesen, Gabi, von Dirk Heidemann, das man wahrscheinlich überall bekommen kann, oder? Ja, überall. Schweiz, Deutschland, Österreich, also kannst du auch in Amerika bestellen, wenn du Amazon hast. Natürlich. Ja, also und Gabi, die hat wirklich gesagt, also sie hat mit ihrer Mutter um dein Buch gekämpft, weil es war, obwohl es natürlich manchmal bestimmt auch Situationen in deinem Leben gab, die eben nicht zum Lachen waren, aber es war immer sehr erheiternd geschrieben, oder? Ja, es war sehr, wirklich. Also es sind immer die Szenen auch vom Blickwinkel her sehr, sehr, sehr lustig. Und man kann sich das auch so wie eben im Kinderwagen gesessen, was du jetzt auch erzählt hast, dass er immer wollte, dass die Menschen unterhalten sind. Das kann man wirklich gut lesen. Aber auch die Ängste, wie du mit AIDS das erste Mal gehört hast, das waren so richtig, so, wo man mitgelebt hat. Es war lustig und unterhaltend. Da bist du ein junger Mann gewesen, 80er Jahre, da kam plötzlich diese Krankheit auf. Anfang 20 war ich. Wo man sich natürlich Gedanken gemacht hat und wo es Ängste natürlich auch gab. Also Ängste haben im Leben schon immer in irgendeiner Form Platz. Ne? Ja, wo allerdings auch viele meiner Freunde gestorben sind. Nicht? Also ganze Freundeskreise ausgerottet wurden. Ja, also mein erster Freundeskreis von der Zeit, wo ich 17, 18, 19 war, sind 80% gestorben. Kann sich die junge Generation auch gar nicht mehr vorstellen. Deswegen sage ich immer, es gibt so alte Klassiker, entweder so ein Buch von dir oder so Filme wie Philadelphia, die man sich immer mal wieder angucken sollte. Ne? Richtig, ja. Und das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und es war ja damals auch so, man muss sich vorstellen, dass der deutsche, der Berliner Innensenator und auch der bayerische, dass sie das als Strafe Gottes oder beziehungsweise die Homosexuellen ausgedünnt werden müssen. So wurde das noch in den 80er Jahren auch vom Kardinal in Köln noch betitelt oder beurteilt. Ja? Das ist heute gar nicht mehr denkbar, so etwas, dass sowas von Politik oder von Kirche, gut, von Kirche weiß ich nicht, aber von Politik auf jeden Fall nicht mehr so formuliert werden kann. Ja, das geht einfach nicht mehr. Ne? All diese Dinge sind da in dem Buch geschrieben. Was hat dich so beeindruckt oder am meisten beeindruckt? Weil du hast gerade auch gesagt, das, was Irene gesagt hat, und ihr kennt euch ja schon auch so ein bisschen, das war auch etwas, wo man sagt, das hat auch... Ja, also man kann so viel erkennen über Personen. Ne? Ich finde, also Dirk ist ja ein sehr auffälliger Mensch. Also wenn er wohin geht, dann fällt er auf. Und er erklärt dieses Buch so gut, warum er so ist. Und das ist sehr amüsant. Ja, weil er nimmt sich ein bisschen selbst auf die Schippe. Das muss man auch. Wenn du dich zu sehr selbst ernst nimmst, ist es ganz schlecht. Also ich kann das, finde ich schön, finde ich gut, gefällt mir, aber ich nehme es nicht ernst. Mhm. Und Irene hat etwas gesagt, und das finde ich eigentlich auch, fand ich auf der einen Seite schon sehr, sehr mutig, dass sie dir das so auf den Kopf zugesagt hat. Ja. Sie hat gesagt, wenn du nicht mehr in Bewegung bist, wenn du nicht mehr tanzen kannst, wenn du nicht mehr dich ausleben kannst, dann kannst du quasi... Ja, dir gleich die Kugel geben. Ja, das war ja kurz sofort. Ich hatte eine schlimme Krankheit, wo ich im Rollstuhl saß. Und da habe ich mich aus dem Rollstuhl ja wieder rausgekämpft. Eine Gehirnentzündung, ne? Das war 2019. Und ich bin immer noch ein bisschen eingeschränkt im Gehen, ein bisschen in der Balance. Also ich kann gut gehen, aber Balance, manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Durch Physiotherapie seit 2 Jahren mache ich das. Ja, seit 3 Jahren fast, 3 Jahren. Aber ich war eben, hatte mir in Taiwan ein Virus eingefangen für ein Erkältungsvirus, eine Grippevirus, der sich ins Herz setzen kann, in die Lunge oder ins Gehirn.
und bei mir im Gehirn. Und das hat eine Entzündung ausgelöst, keine Gehirnhautentzündung, Gehirnentzündung. Und dadurch war ich dann rechts hier eingeschränkt, nicht ganz gelebt, sondern eingeschränkt. Und erst war Verdacht auf Schlaganfall und das war aber alles nicht so. Naja, und ich habe mich dann wieder auf die Beine gekämpft. Ne? Und jetzt geht es so langsam wieder ganz gut oder auch recht gut. Und ich kann auch wieder stehen und wieder laufen und auch wieder tanzen und fange jetzt wieder auch an, mehr zu arbeiten als Trainer. Ich hatte ja ein bisschen Pause durch Corona und auch durch die Krankheit davor. Es ging bei mir also hintereinander weg. Erstmal super Erfolge hier, nur Fernsehen hier und eine Sendung da und ProSieben eine Sendung und ORF eine Sendung. Und dann kam die Krankheit und dann kam Corona. Mhm. Also hintereinander weg. Aber ja, dann kannst du wieder zurück, Gott sei Jetzt Dank. Jetzt bin ich hier. Das ist natürlich das Allerwichtigste, nämlich du zeigst den Menschen, man darf nicht aufgeben, sondern man muss weitermachen und tanzen. Ja. Ist ja etwas, wir können uns frei tanzen und das ist etwas, was du natürlich dein Leben lang machen möchtest. Und auch hier muss man sagen, auch wenn Deutschland nicht ganz so tanzwürdig ist, Sendungen wie Let's Dance haben die Menschen mal wieder irgendwie zum Tanzen zurückgebracht. Und deswegen haben natürlich die Tanzschulen jetzt plötzlich schon auch wieder ein bisschen mehr Zulauf. Ne? Naja. Ich wünsche es ihnen. Ja, also besonders meiner Tanzschule, wo ich herkomme, Tanzschule Keller, das ist eine tolle Tanzschule, das ist die beste Tanzschule in Berlin, also über 100-jährige Tradition. Und der wünsche ich das sehr. Aber es ist natürlich so, dass die Leute, dass die sehr Hip-Hop-orientiert sind und solche Sachen, die jungen Leute. Die jungen Leute wollen nicht mehr den Walzer und Foxhop lernen, weil es gibt ja keine Bälle mehr. Früher gab es den Fleischerball, den Taxifahrerball, den Blumengroßhändlerball, immer im Palais am Funkturm, ja? Den Presseball, den Bundespresseball. Gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja keine Bälle mehr. Gibt es nicht? Aber in Österreich schon? Es gibt Österreich schon, das liebe ich ja aber die Österreicher, die aber tanzen nicht in halt Berlin auch ein bisschen nicht in mehr. Deutschland. Bundespresseball? Natürlich habe ich eine Tanzschule besucht. Also so ganz klar. Ja. Wo warst denn du? In Wien? Im 13. Bezirk, ich weiß nicht mehr. Ellermeier? Kann sein, ja. Ja, das sage ich dir. Ja, aber das ist ja schon, das gehört ja damals zum guten Ton, oder? Also, das einfach auch in der Pubertät, gerade da, sind doch alle in irgendeiner Form zum Tanzen geschickt worden. Und dann musste man schon so ein bisschen die Klassiktänze erlernen. Wenn die Maisaison beginnt, von November bis Ende Februar, dann muss man ja tanzen. Und heute brauchst du es nicht mehr, weil es gibt keine Bälle mehr. Dafür gibt es eine Menge Großraumdiskotheken, wo auch getanzt wird, aber etwas weniger angezogen und es werden noch andere Dinge dabei getan. Oh, darüber wollen wir aber jetzt nicht reden, sondern wir wollen noch so ein bisschen philosophieren, natürlich, dass es aber immer noch die schöne alte Zeit gibt und dass es eben auch noch Menschen gibt wie dich, Dirk, die die Leute heranführen, denn damit darf man auch nie aufhören. Ja. Heranführen auf der einen Seite, vielleicht auch an den Tanzsport auf der anderen Seite, aber eben auch zu einer Offenheit, was anderes Leben anbelangt. Denn wir alle können eigentlich nur miteinander, wenn wir miteinander können. Ne? Ja, sicherlich, das ist klar. Aber für mich war es immer, ich musste immer sagen, was hier los ist. Ich habe gesagt, so Leute, so bin ich, nehmt mich oder nehmt mich nicht, ist mir wurscht. Ja, also ich habe mich immer so nie verbogen in irgendeiner Form und bin auch fast anarchistisch, sage ich immer, da durchgegangen und habe da weltweit, trotzdem habe ich einen Namen als Trainer und habe mehrere Weltmeister gebastelt und musste mich oder habe es einfach nicht gemacht. Ja. Und eine bewegende Lebensgeschichte und die kann man sich nochmal anlesen, durchlesen. Tanz aus der Reihe, Dirk Heidemann, findet man natürlich auch in im Internet, in sämtlichen Buchhandlungen könnte man es auch vorbestellen. Also ruhig mal reinschauen, wenn man auf ein bewegtes Leben zurückblicken möchte, gemeinsam mit dir und vielleicht auch mal über schwierigere Situationen schmunzeln kann. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages, was der uns mit in den Donnerstag gibt. Tanzen ist Träumen mit Beinen. Sehr schön. Das stimmt. Das war's für heute. Gleich im Anschluss geht's weiter mit dem Astro TV Shop. Und heute Abend um 18 Uhr geht's weiter mit Gabriele Jasetta, mit ihrem intelligenten Schmuck. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder in diesem Sinne. Tschüss. Daniel Michalski ist morgen bei uns.